So, wann ist die zwei da? Nee, die sind doch nicht, oder? Die laufen doch dann nicht nach oben. Was zum Fick ist das? Irgendwas Komisches fokussiert hier. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist doch nicht immer schon so gewesen, oder? Na warte, du Mistkerl. Sorry. Komplett bescheuert. Ja. Okay, ich habe irgendwas schon mal gemacht. Passt schon, lass einfach das Spiel spielen. Ist alles merkwürdig, das muss so sein. Das ist alles merkwürdig. Und liegt am Regen und das war ein Spiel gespielt. Nee. Nee. Hab ich. Nee, das kann es nicht sein. Ich meine, ich habe mal ein paar Samaskat Bloodlines installiert. Zu gucken, ob das läuft. Das läuft. Keine Ahnung. Ich speichere mal, das klingt so. Vielleicht doch keine Falle, Flane. Ne, es sind tatsächlich Kugeln. Hey Mevil, altes Haus, da bist du ja. Warum lässt du deine Kameraden so lange warten? Ich habe ja noch jemanden finden müssen, der zäh genug ist, sich mit uns anzulegen. Sieh an, ein bekanntes Gesicht. Ganz meinerseits. Ich dachte, ihr wäret einfache Seefahrer. Also, angelogen habe ich dich bestimmt nicht. Du wirst bestimmt eine bessere Nummer abgeben als der letzte Neue. Der war höchstens als Putzlappen zu gebrauchen. Apropos Neuer, wo ist er eigentlich? Der kommt nicht mehr. Den hat's erwischt bei der letzten Streife. War eh nur eine Frage der Zeit. So etwas Erbärmliches habe ich echt selten gesehen. Leute, quatschen könnt ihr später. Ich will jetzt endlich kämpfen. Hast recht, lass uns anfangen. Die Regeln hast du ihm erklärt, Melville? Das wollte ich gerade machen. Also, Neuer. Als erstes gibst du uns dein ganzes Vermögen. Das muss ja jeder machen, der bei uns kämpfen will. Verarsch ihn nicht, Zylan. Er glaubt dir sowieso nicht. Man. Man wird doch wohl Witze machen dürfen. Aber doch nicht jetzt. Und jetzt erklär ihm endlich die Regeln. Ja, du kriegst schon noch ordentlich was auf deinen Quadratschädel. Also, die Regeln. Ja, was soll ich sagen? Es kämpfen immer zwei gegeneinander. Du zahlst im Voraus schon für alle Kämpfe, die du machen wirst. Ein Kampf kostet dich 50 Roperi. Gewinnst du, bekommst du den Einsatz deines Kontrahenten. Einer übernimmt die Finanzen. Das macht bei uns immer Melville.
Betonen sollte man, dass das hier Übungskämpfe sind. Und wir wollen hier keine abgetrennten Gliedmaßen. Wir kämpfen daher mit bloßen Fäusten und ohne Kleidung, versteht sich. Und wir kämpfen fair. Also keine Tritte in die Eier oder Augenstiche oder so ein Scheiß. Und wenn ich es doch mache? Da brauchst du gar nicht so dämlich grinsen. Mach es und du kriegst von uns sowas von aufs Maul, dass dir Hören und Sehen vergeht. So, wegen dir habe ich jetzt den Faden verloren. Wo war ich nochmal? Keine schmutzigen Tricks, sonst gibt's einen Pfund aufs Maul. Ah, okay. Ja. Um deine Verletzung musst du dich selber kümmern und ich glaube, das war soweit alles. Wenn jemand nur verliert, gibt's einen Trostpreis von 50 Roperi. So, und jetzt fragt Melville, wer dein erster Gegner sein soll. Okay, ich verarsche mich doch nicht. Überraschenderweise nicht, nein. Machen sie später noch. Alles klar. Fangen wir an? Nicht so voreilig. Du musst noch einzahlen. Wir sind zu sechst, also zahlt jeder 250 Roperi. Sehr gut. Ich hebe derweilen das Geld auf. Wenn du gewinnen solltest, komm einfach zu mir. Dein erster Gegner wird Quelgan sein. Lass uns kämpfen. Ah, komm her. Ich mach dich fertig. Ah, ich muss meine Faust hier noch ziehen. Ja, so ist gut. Ah, das ist doch nicht wahr. Ja, mach so schon. Ist gut. Alter. Na, mach schon. Kann nicht sein, dass das komplett scheiße ist, aber das ist schon sehr scheiße. Ja, so ist gut. Das gibt's doch gar nicht. Alter, ist das kacke. Den wirst du ja wohl schaffen. Ja, das machen wir anders mal. Junge, ist das. Hab ich das schon mal irgendwann gemacht? Ich glaube, das macht man so normalerweise nicht im Weg 2. Gar nicht im Weg 2. Das ist ja maximal behindert. Hey. Was machen? Hast du dich schon mal gefragt, warum auf was? Allerdings. Kluger Junge. Und da. Nee. Weshalb? Das. Oh Moment, das war noch. Okay. Ich dachte. Das ist überhaupt die 2 von da, warte mal kurz. Sind auf jeden Fall nicht mehr hier. Ich könnte die einfach so angreifen und danach bewusstlos. Bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Vor allem, weil die sich eh wieder hochheilen. Ne? Nee, ist nichts für die Quest neu gespawnt, wie es aussieht. Aber ich gehe trotzdem mal kurz rum. Das ist nicht mal 300%. Nee, ist nichts Neues mehr. Oder oben noch irgendwo Wölfe. Oder ein Wolf. Zurück ins Lager hier erstmal. Ich müsste immer noch ihn finden. War doch ihn, oder? Ja. Müsste ihn gewesen. Ich bin dann vorbeigescrollt, oder? Ich bin hart dran vorbeigescrollt. Ja, komm. Mit denen da draußen habe ich geredet und hier drin gibt es kein Ing, oder? Bist du Ing? Ne, du bist Seth. Gibt es denn hier noch ein Ing? Warum liegt er direkt neben dem Klo? Da oben war noch irgendwo so ein Typ rumgestanden, aber dann hört es langsam auf. Also viele Banditen gab es ja doch nicht, oder? Übersehe ich noch wen? Hey du,
Wollte ich eigentlich nochmal zu dieser Ruine zurück? Wo ich da diesen Lord gekillt habe, war da noch was? Ich hab's vergessen, ich wollte das. Ach, ist doch zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. So, ich weiß immer nicht, wer Ing ist. Dann lass mal zu Lu gehen. Ing. Da klingelt nichts. Greif. Warte mal, ist der neue? Greif, Keller. Alter, wieso kann ich denn nicht weggehen? Sobald ich die Waffe gezückt habe, was ist denn das? Was ist denn da? Irgendwo ist doch irgendwas nicht richtig. Komisch, aber... Geh bloß weg mit deiner Magie! Na bitte, geht doch! Hm. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße, ah. Das Kerlchen! Das ist das. Ah. Fuck. Wusste ich, dass er so komisch ist. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass er so ein Kack dann war. Er ballert auch so ein Kack da rein. Sogar Malu, wer ist der andere? Greif. Also nehmen wir mal an, ne? Der schläft ja, ne? Da dürfte er ja nichts mitbekommen davon, oder? Hey, du. Ich bin bereit. Lass uns das Kraut verkaufen. Alles klar, ich habe auch schon alles parat, was wir brauchen werden. Dann komm mit, wir haben einen weiten Weg vor uns. Wo geht es eigentlich hin? Zuerst gehen wir zum Hafen von Asun, würde ich sagen. Das liegt am nächsten. Ja, Stellerweise definitiv. Okay, wartet ihr im Hafen auf mich? Das wäre ganz gut, weil... Wie soll ich sagen? Ich habe keine Zuschauer bekommen. Hallo? Wo ist der hin? Ich habe ihn loslaufen sehen, aber ich weiß nicht, ob der jetzt, ist der jetzt hier oder wo ist der jetzt? Ist mir nicht verarscht. Was zum Fick? Es ist doch jetzt hin zum. Ahoi! Na du. Was? Komm nur nicht auf die Idee, mir diese. Wo ist der Typ jetzt? Willst du mich verarschen? Hä? Ich bin davon ausgegangen, dass der jetzt auch hier ist. Ach komm. Ist das Bug oder? Ach, komm schon. Ach ne, da hinten schon. Warum? Ich habe doch da irgendwie umgedreht, da war er nicht. Da wären wir endlich. Hör mir jetzt gut zu. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, dass die Herren der Stadt den Verkauf von Sumpfkraut seit kurzem verboten haben.
Ich glaube, bereits davon gehört zu haben. Völliger Schwachsinn, wenn du mich fragst. Davon lassen wir uns nicht abhalten. Aber wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht entdeckt werden. Die Wachen haben mich in der Vergangenheit schon zu oft gesehen, dass ich das Zeug verkaufe. Es wäre zu riskant, wenn ich jetzt die Ware habe. Die kontrollieren mich sicherlich. Nimm du das Kraut, wir treffen uns dann unten beim Hafenbecken. Okay, Suchkontrollkauf. So, okay, so funktioniert das, ich verstehe. Ich muss da nichts machen, alles klar. Also, ich muss nur durchlaufen, wie ich das richtig verstanden habe. So. Durch, ich werde kontrolliert. Ich bin ja Magier. Wer kontrolliert einen Magier? Generell welchen solchen Fantasiewelten. Muss ich schon mal fragen, warum werden da Magier kontrolliert? Die sind scheiße gefährlich. Ich will die nicht kontrollieren. Irgendwie läuft der Hafen flüssig, kann das sein? Ja, kommen Sie mal her. Auto nicht so weit. Da bin ich. Hast du das Paket? Natürlich, hier hast du es. Sehr gut. Wir fangen gleich an, das Zeug zu verkaufen. Ich gebe dir 20 Stängel, das sollte reichen. Wenn einer von uns fertig ist, dann wartet er wieder hier. Das dürfte ein guter Treffpunkt sein. Verlange 20 Roperi für einen Stängel und komme nicht auf die Idee, den Rekruten irgendwas anzudrehen. Mann, das war meine erste Idee, ehrlich gesagt. Ich würde doch nie einen Rekruten was anderes wollen. So, kann ich mit dir reden oder muss ich da wirklich in das Schiff rein? Ja, das würde ja böse enden. Roperi. Okay, so, ideal. Pass auf, wo du hinlangst. Sonst hast du gleich meinen Hammer auf den Flossen. Ja, mache ich. Gut. Was willst du überhaupt hier? Ich schaue mich nur ein bisschen um. Schon klar. Und wenn du etwas Interessantes siehst, dann nimmst du es wahrscheinlich nur mit. Keine schlechte Idee. Alles klar. Jetzt lass mich weiterarbeiten. Kann ich dir etwas Gutes tun? Du willst mir lästige Arbeit abnehmen? Sehr gut. Aber erwarte nicht, dass ich dich bezahle. Geh und besorg mir etwas Salzwasser. Aber hol es nicht von den Kanalrohren. Hol es an der Spitze des Steges aus dem Meer. Was willst du mit dem Meerwasser? Salzwasser ist das Beste, was es gibt. Es hilft deinen Wunden beim Heilen. Und sogar die Kartoffeln schmecken in Salzwasser gekocht besser. Ich werde es auftreiben. Gut. Lass dir nicht zu viel Zeit. Hier hast du eine Flasche. Interesse an Sumpfkraut? Nur 20 Roperi pro Stängel. Bist du nicht bei Sinnen? Das Zeug wurde verboten. Lass mich bloß in Ruhe. Wie läuft die Arbeit? Würde besser laufen, wenn ich ungestört wäre. Menschenscheu? Nein, aber mir ist einfach nicht nach Reden zumute. Was ist denn los? Nach diesem Boot setzt mich Amian vor die Tür. So sieht's aus. Wenn wir nicht bald einen Auftrag bekommen, geht es mir genau wie den elenden Seemännern. Kann ich dir irgendwie helfen? Das Einzige, was meine Stimmung bessern könnte, wäre ein großer Krug Bier. Aber ich werde nicht so einfach aufgeben und mir alles schön saufen. Ich nicht. Hörst du? Verstehe. Aber jetzt schön rauchen. Psst. Willst du zufällig Sumpfkraut kaufen? Ich hätte ein paar Stängel dabei. Interessant. Zeige mal her. Schau sie dir ruhig an. Sie sind von bester Qualität. Bessere findest du nicht. Was willst du dafür? 20 Roperi. Okay. Ich nehme gleich 3 Stück.